Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grey Matter. So, ihr habt es mir lieberweise in die Kommentare geschrieben. Das letzte Mal ist es mir gar nicht aufgefallen, aber hier im Handy, wir gucken das nochmal an. Moment, nein. So, genau, im Menü gab es ja die Einstellungen. So. Und die Tastentöne sind an. Irgendwie ist mir das nicht aufgefallen, dass das ja ganz schön doof ist, so einen Zaubertrick zu machen, wenn es dann aus deinem Ärmel düt-düt-düt macht. Also stellen wir die mal aus. Perfekt. So, und jetzt hoffe ich zumindest, dass alles funktioniert, weil sonst weiß ich auch nicht weiter. Komm, bezaubern wir die Dame. Na? Oh, okay, Tutorial. Willkommen im Zauberinterface. Hier bereitet sich Sam auf ihre Zaubertricks vor. Sobald sie alle nötigen Schritte durchgegangen ist, führt sie den Trick automatisch aus und passt ihn an die jeweilige Situation an. Um etwas im Zauberbuch nachzuschlagen, klicke einfach auf das Symbol in der Ecke. Okay. Im Aktionsfenster auf der rechten Seite werden Sams Körper und ihre Umgebung angezeigt. Ziehe Gegenstände auf Sams Körperfelder und baue den Trick mit den Grundaktionen Schritt für Schritt auf. Okay, ich hoffe, ich erinnere mich noch. Ziehe einen Gegenstand auf eins der verfügbaren Körperfelder, um eine Aktion aufzuführen. Je nachdem, von wo der Gegenstand in das Feld gezogen wird, kann die Aktion unterschiedliche Bezeichnungen haben. Verstecken, verschwinden lassen, nehmen, ablegen, platzieren oder bewegen. Das ist der ausgewählte Gegenstand aus deinem Inventar, den du für den Zaubertrick benötigst. Ziehe den Gegenstand mit der Maus auf das korrekte Körperfeld im Aktionsfenster, um ihn zu benutzen. So, wenn ich mich recht erinnere, muss das Handy in ihre linke Hand. Das heißt, ich würde den mal hier hinlegen. So, auf der linken Seite befindet sich die Aktionsübersicht, in der du sehen kannst, aus wie vielen Schritten der Zaubertrick besteht. Zudem werden deine Aktionen in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Okay, platziere Handy in der Hand links. Du kannst in der Aktionsübersicht etwaige Fehler korrigieren, indem du auf die Nummer des Schrittes klickst, bis zu der du aus der Liste löschen willst. Darüber hinaus kannst du auch mit einem Rechtsklick den jeweils letzten Schritt entfernen. Okay, also wir sehen mal. Manipulieren, ablenken. Ne, linkes Objekt. Als nächstes will sie ja mit dem Handy. Wobei, nee, erst ablenken, oder? Ja, ich glaube, erst lenken wir ab und sagen, so, im Zauberbuch findest du Hinweise, genau, Telefon war sagen. So, erst, genau, wir verstecken, wir haben den in der Hand. Dann verschwinden lassen, Gegenstand, so. Wir speichern die Nummer im Handy, das haben wir gemacht. Platziere das Handy in der linken Hand, lenke das Publikum ab, manipuliere die Wähltaste und lass es verschwinden. Okay, das kriegen wir hin. Also kommt jetzt tatsächlich ablenken. Mit dieser Aktion kann Sam ihr Publikum für einige Sekunden ablenken. Klicke auf das Symbol, um die Aktion aufzuführen. Ja, okay, das haben wir jetzt schon gemacht. Dann das Objekt manipulieren im Sinne von... Wenn Sam einen Gegenstand in der Hand hält, kann sie ihn manipulieren. Klicke je nachdem in welcher... Ja, okay. Aber das habe ich ja schon gemacht. Warum erklärst du es mir, nachdem ich es gemacht habe? Na egal. Also jedenfalls drücken wir dann die Buttons zum Anrufen, ne? Und dann wollen wir das Handy verschwinden lassen. Ist das nochmal manipulieren oder soll ich jetzt das Handy wieder rausnehmen quasi? Ich gehe mal nochmal manipulieren. Wenn die nötige Anzahl der Aktionen ausgewählt wurde, erscheint das Zauberstab-Symbol. Klicke darauf und sieh dir das Ergebnis an. Falls ein oder mehrere Schritte falsch waren, musst du die Aktionsfolge von der letzten richtigen Aktion aus erneut erstellen. Okay, ja, dann probieren wir es doch jetzt einfach mal so. Na? Ah, okay, das Verschwinden lassen war nicht ganz richtig. Moment, dann muss ich nochmal ins Zauberbuch gucken. Zeig mir nochmal das Buch. Also, Gegenstand aus der Hand in Tasche oder Ärmel verschwinden lassen. Schon klar. Aber wie genau mache ich das? Soll ich es einfach hier wieder rausnehmen?
Ach, oder soll ich es mir so in meinen Ärmel stecken? Verschwinden lasse Handy im Ärmel. Ja, okay, das ergibt mehr Sinn. Dann machen wir das. Und? Ich glaube, das Telefon klingelt gleich. Ich spüre es. Okay, na dann. Ich bin gespannt, ob sie ein beeindruckendes Gespräch führt oder einfach nur falsch verbunden sagt. Hallo? Sam Everett hier. Super. Vielen Dank und bis heute Abend. Mal gucken, ob die Frau beeindruckt ist. Sah auf jeden Fall gut aus, würde ich sagen, oder? Haben wir gut gemacht. Woher wusstest du, dass das Telefon klingeln wird? Oh, ich spüre da ein leichtes Stechen, kurz bevor irgendwas Wichtiges passiert. Aber... Okay. Das war der Anruf, auf den ich gewartet habe. Es geht um dieses aufregende Forschungsexperiment. Jeder in Oxford, der davon erfährt, will mitmachen. Zum Glück wissen nicht viele Bescheid. Und gut bezahlt ist der Job auch. Das freut mich für dich. Aber hast du wirklich immer diese Vorahnungen? Nicht immer. Nur dann, wenn es ein Zeichen des Schicksals ist, so wie du es gesagt hast. Dieses Experiment wird übrigens von einem bekannten Neurobiologen durchgeführt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, irgendwann in Richtung Medizin zu gehen. Deswegen wollte ich mal bei so einem Experiment mit dabei sein. Haben wir sie jetzt überzeugt? Will sie mitkommen? Angela? Ein bekannter Neurobiologe? Wie heißt er? Er ist Professor und heißt, Dr. Stiles. Er ist echt beeindruckend und weltbekannt. Es gibt da ein paar dumme Gerüchte über ihn, aber die sind sowas von daneben. Wie auch immer, das ist ein wichtiges Forschungsprojekt, bei dem man viel dazulernen kann. Vor allem, wenn man in Richtung Medizin gehen will, verstehst du? Es kann gut sein, dass sie noch einen Freiwilligen brauchen. Wenn du willst, kannst du mitmachen. Das wäre doch lustig. Meinst du wirklich? Klar, gleich heute Abend, wenn du willst. Ist der erste Tag des Experiments. Bist du sicher? Musst du nicht erst dort anrufen und fragen? Nein, Dr. Stiles meinte, er braucht noch ein paar Freiwillige. Ich rufe an und sage Bescheid, dass du kommst. Danke, Sam. Dann sehen wir uns heute Abend. Gerne. Okay, ja, das hat doch wunderbar geklappt. Die haben wir 1A manipuliert. Und sie will mitkommen. Das heißt, ein Studenten erwischt sozusagen. So, die anderen haben wir hier auch noch. Aber, was ich vorher mal machen wollte, genau, nochmal hier in das Zentrum von Oxford gehen. Denn da haben wir noch diese mysteriöse Kiste. Und auch da habe ich einen lieben Tipp gekriegt, dass wir es doch einfach mal mit dem Feuer versuchen sollen. Und ja, das ist eine gute Idee. Weiß ich gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe, ne? Kann ja anfangen mit dem, was man hat eigentlich. Genau, das hat mir nämlich der liebe Auxi geschrieben unter meinem Post, wo ich... ich war ja tatsächlich in Oxford und habe mir den Turm selber angeguckt, ne? Falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne einmal gucken. Der sieht tatsächlich ziemlich genauso aus. So, wir gucken mal hier hinter... Und dann schaue ich mal, ob ich da mein Feuerzeug einfach mal ranhalten kann. So, wir machen die Tür wieder zu und gucken uns den Kasten hier an. So. Und Moment, wir hatten doch genau Streichhölzer. Der Daedalus Club in London. Ich werde da schon hinkommen. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall, da arbeiten wir ja gerade dran. So, nimm mal in die Hand und dann probier mal, dieses hier unten irgendwie anzuzünden. Und? Feuer! Es hat geklappt! Vielversprechendes Geräusch, wollte ich schon sagen. Ich dachte ja eigentlich, man braucht irgendwie alle Elemente. Das klang so in dem Zettel. Aber na gut, wenn wir nur eins brauchen. Ein Goldstück. Und das zweite Blatt sieht wie ein Wappen aus. Vielleicht ist das ein Hinweis auf den nächsten Ort. Warum ist Goldstück in Anführungszeichen? Ist es ein Goldstück oder nicht? Zeig mal. Blatt mit Wappen, Puzzle. Ah, das ist ein Goldstück für den Lohn des Verräters.
Dem Rätsel nach müssen noch 4 weitere Teile irgendwo in Oxford versteckt sein. Ah, okay. Und das ergibt dann irgendwas. Hilf Sam dabei, alle Puzzleteile zusammenzusetzen und das Rätsel des Daedalus-Clubs zu lösen. Wähle das gewünschte Puzzleteil mit dem Mauszeiger aus und bewege es. Achso, okay, aber das Puzzle haben wir noch gar nicht. Wir haben ja erst ein Puzzlestück. Da lässt sich noch nicht so viel puzzeln mit. Insofern lassen wir das erstmal in Ruhe. Gehen hier wieder raus. Und unten gibt es ja dann diese Plakette, wo die Wappen drauf sind. Da müssen wir bestimmt mal gucken. So. Die Dame bewegt sich heute ein bisschen langsam. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, das war vorher nicht so. Aber ich habe auch eine Weile nicht mehr gespielt. So, genau. Hier gehen wir nochmal mal rüber. Das Schild mit Wappen. Und dann vergleichen wir mal. Wir können ja schon mal gucken. Okay, so ein weißes Kreuz mit irgendwas Grünem drin. Oben sind irgendwelche Schwarzen und in der Mitte ist irgendwas Rotes. Doch, die geht wirklich langsamer, oder? Hakelt mein Spiel etwa ein bisschen? Wir machen erstmal. Noch passt's, glaube ich. So, guck dir das mal an. So, welches hier sieht denn ungefähr so aus? Weißes Kreuz war da ja drauf. Das gibt's hier gar nicht. Ich sehe es zumindest nicht. Aber vielleicht muss ich es ja auch nur einmal in die Hand nehmen und dann das vergleich passt nicht mal zusammen. Ach so, nee, ich muss wirklich finden, welches gleich aussieht. Okay, dann zeig mal, kann ich mir das vielleicht. Moment. Dieses Wappen repräsentiert eines der Colleges. Aber welches? Ja, Moment. Leg das nochmal aus der Hand und wir gucken uns das nochmal an. Dieses Wappen repräsentiert. Okay, schwarz mit weißem Kreuz und rotem Tierchen in der Mitte. Ihr seht's bestimmt alle schon. Moment, das hier ist weiß mit dunklem Kreuz, rotes Kreuz. Das ist hier nicht drauf, oder? Das einzige Wein, die ein Kreuz haben, sind die beiden hier. Aber die sehen doch nicht so aus. Oder ist es vielleicht irgendwie invertiert oder so? Ich probiere mal, nimm das mal nochmal in die Hand und vergleiche das mal mit dem. Das passt nicht zusammen. Dann vielleicht mit dem hier? Das passt nicht zusammen. Nee, sie sagt, das ist es nicht. Komisch. Kann man. Ist es das hier? Ich glaube, es könnte das hier das sein. Das passt nicht zusammen. Nee, okay. Die sind aber auch klein. Aber ich fürchte, das ist da nicht mit drauf. Voll blöde. Dann müssen wir ja noch eine Tafel mit Wappen finden. Entweder das oder ich bin blind. Also wenn ihr es seht, dann schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare. Weil ich sehe tatsächlich keins, was so aussieht. Ein rotes, irgendwas Rotes in der Mitte irgendwo. Nee, ich sehe da nichts leider. Schade, ich war mir so sicher, dass jedes College hat sein eigenes Wappen. Wirklich stilvoll. Ja, ich war mir so sicher, dass hier jetzt die Lösung sein muss. Verdammt. Ja, na gut, dann wohl erstmal nicht. Ich frage mich, ob der Ort hier jetzt eine andere Umrahmung hat. Nee, die sind beide weiterhin Gold, ne? Das heißt, wir müssen bei beiden auch auf jeden Fall noch was machen. So, aber dann gucken wir doch erstmal wieder hier rüber. Und hier haben wir noch einige Leute zu überzeugen. Die hier kommt mit, wenn er mitkommt. Bei ihm, ich guck mir Homer's das nochmal an. Elias. Ja, darüber haben wir ja schon mit ihm geredet. Ne? Wir müssten noch irgendwas finden, worüber wir mit ihm reden können. Brief, Bushaltestelle, Laubtonne, Buch. Homer's Elias. Ja, aber okay, Buch und Brief. Was ist denn mit dem... Ja, Moment. Kann ich den Brief getrennt angucken? Brief. Ja, guck dir den mal an. Oben liegt ein Brief von einer gewissen Gertrude Eddington. Ich wette, das ist seine Mom. Ah, okay. Jetzt haben wir eine neue Info über ihn. Vielleicht können wir jetzt noch mehr aus ihm herauskitzeln. So, wir reden noch mal mit ihm. Charles Eddington. Genau, den Brief von zu Hause. Darüber möchte ich mich auch mit dir unterhalten. Hast du von zu Hause Post bekommen? Tut mir leid, es ist nur... Ich warte schon seit Tagen auf einen Brief von meiner Mom. Langsam glaube ich, dass das Postamt in Oxford sie einfach wegschmeißt.
Ich bin schon seit 2 Wochen hier und habe immer noch nichts von meiner Mom gehört. Sie hat versprochen, mir immer zu schreiben. Es dauert doch gar nicht so lange, bis Post aus Amerika hier ankommt, oder? Weiß nicht. Ich habe von dort noch nie etwas bekommen. Oh, natürlich. Ich rede aber auch einen Mist. Ich bekomme jeden Tag Post. Meine Mutter, sie schreibt mir täglich. Echt jetzt? Oh Mann, hast du ein Glück. Ich vermisse meine Mom so. Warum hast du deinen Brief eigentlich noch nicht aufgemacht? Meine Mutter und ich haben immer zusammen zu Abend gegessen. Deswegen lese ich die Briefe gerne beim Abendessen. Oh, wie süß. Mom und ich waren oft zusammen mit dem Motorrad unterwegs, aber es wäre wohl keine gute Idee, ihre Briefe auf dem Motorrad zu lesen. Ah, okay. Und jetzt haben wir uns genug aufgewärmt, um über das Experiment zu reden. Obwohl ich sagen muss, das andere Gespräch fand ich natürlicher. Wie er sich gefreut hat, dass wir den kannten, den Autor und so. Das jetzt war ein bisschen so, meine Mom schreibt mir nie. Ah, wirklich? Meine schreibt mir dauernd. Toll. Aber naja, sie hat sich ja nicht aus der Fassung bringen lassen und weiter den Charme spielen lassen. Dann reden wir doch mal über das Experiment. Hör zu, das könnte dich interessieren. Ist zwar nicht jedermanns Sache, aber da du Homer magst. Ich habe von einem Psychologie-Experiment gehört, das von einem der Neurobiologen hier aus Oxford durchgeführt wird. Ist eine faszinierende Sache und man wird sogar dafür bezahlt. Klingt interessant, aber das müsste ich mit meiner Mutter klären. Sie ruft immer samstags an. Ich kann es ja mal mit ihr besprechen. Aber es geht heute schon los. Mist. Okay. Ja, dann geht's leider nicht. So etwas kann ich nicht machen, ohne mit meiner Mutter darüber geredet zu haben. Aber was soll's? Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Da wäre ich mir nicht so sicher. Dr. Stiles ist wirklich ein bekannter Neurobiologe und solche Experimente macht er fast nie. Was glaubst du, was man dabei alles lernen kann? Deine Mom wäre sicher froh, wenn du diese Erfahrung mitnehmen könntest. Dafür hat sie dich schließlich hierher geschickt, oder? Ich kann nicht, ohne mit ihr darüber geredet zu haben. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Ui, jetzt frage ich mich aber, was wir jetzt machen müssen. Heißt es, wir müssen irgendwie seine Mom imitieren? Das wäre ja völlig blöde. Oder ihm einen Brief schreiben, vielleicht. Kann ich ihm das Handy anbieten? Weil, guck mal, da gibt's Wege, wie du das gleich mit deiner Mom... Ach, wir können nochmal diesen Klingeltrick vielleicht mit ihm machen. Wir können ihn jetzt bezaubern. Der ist ganz schön hartnäckig. Ich muss mir einen guten Trick einfallen lassen. Ja, okay. Also ich finde, der Telefontrick würde schon Sinn ergeben, ne? Der Trick bringt in dieser Situation nichts. Nee, ich wollte umblättern. Den Trick... Moment. Jetzt habe ich doch glatt... So, jetzt. Zerstörte und wieder reparierte Ring. Geheimnis des verschlossenen Zimmers. Zaubertintenfleck. Briefgeheimnis. Hier, das klingt doch gut. Hierbei handelt es sich um einen tollen Streich, den du einem Freund spielen kannst. Und nicht einfach auszuführen, auch wenn er besonders wirkungsvoll ist. Der entscheidende Punkt ist, dass du Zugriff auf die ungeöffnete Post eines Freundes brauchst. Ja, perfekt. Okay, wir müssen ihn ablenken, den Brief nehmen. Ah, und dann über heißem Dampf öffnen. Dann ersetze oder bearbeitest du den Brief, wie du möchtest. Und den gefälschten Brief kann man dann zurückgeben. Ja, das ist eigentlich perfekt, ne? Aber ich weiß nicht, das merkt er doch, wenn wir jetzt den Brief klauen. Ich probier's trotzdem. Im Moment kann ich nur den ersten Teil des Tricks versuchen, um schon mal den Brief zu kriegen. Ja, genau. Dann machen wir das doch. Okay, da ist der Brief. Ich schau nochmal, wie das genau geht. 3 Schritte. Also, ungeöffneten Brief des Opfers, ablenken, in die linke Hand nehmen und verschwinden lassen. Easy peasy. Also erstmal ablenken, dann wandert der Brief in unsere linke Hand und dann wandert er in unseren linken Ärmel. Los geht's. So, Oha setzt sich jetzt zu ihm. Man sagt, dass weiße Schäfchenwolken darauf hindeuten, dass es ein guter Tag zum Drachenfliegen ist. Ich sehe gar keine Drachenflieger. Ach, das sagt man halt so. Bis später, Homer. Okay, wir haben den Brief gekriegt. Hatten wir irgendwo heißen Dampf? Vielleicht in der Küche, ne? Das wäre zumindest jetzt der einzige Ort, der mir einfällt, wo heißer Dampf sein könnte. Hier auf dem Campus ja sicher nicht. Und so viele verschiedene Orte haben wir ja noch nicht. Also würde ich sagen, gehen wir doch nochmal zum Anwesen zurück und gucken, ob die Dame uns vielleicht einen Tee zubereiten möchte oder sowas.
auf dass wir heißen Wasserdampf kriegen. Und dann können wir doch mal gucken, was die Mama ihm so schreibt, ne? So, ganz langsam laufen wir wieder über den Bildschirm. Ist heute eine langsame Folge, ne? Aber nehmt's ihr nicht übel. Sie hatte auch einen langen Tag, ne? Da muss man auch mal ein bisschen die Beine ausruhen. Ab zur Küche. Und komm schon, Tee gekoche. Klingt gut, finde ich. Und es hört sich zumindest an, als würde irgendwas kochen. Hier, ein Teekessel. Nee, ist nicht. Ofen. Ja, der Ofen wäre doch gut. Oder Miss Dalton. Ich probiere mal, wenn ich den Brief in die Hand nehme. Wo habe ich ihn? Charles Brief. Ob sie das dann hier automatisch mit irgendwas benutzt. Sie macht einen sehr netten Eindruck. Aber man kann nie wissen. Denkst du, sie ist heimlich ein Bösewicht? Da wirst du dich aber schnell von ihr überreden lassen, wieder hier zu bleiben. Dieser alte Kamin wurde mit moderner Technik versehen. Coole Sache. Okay, nee, das scheint überhaupt nicht zu klappen. Nichts, woran sie den Brief aufmachen will. Wo haben wir denn sonst heißes... Ach, bin ich doof. Die dampfenden Gullis. Bestimmt die dampfenden Gullis. Moment, wir gehen doch mal nach Oxford. Die waren hier überall und ich habe mich so gewundert und jetzt habe ich es nicht geschnallt. So, lauf mal hier rüber, meine Dame. Und dann nehmen wir mal den Brief in die Hand. Und... probieren doch mal, ob wir den mit dem dampfenden Gulli irgendwie aufkriegen. Warum auch immer der Gulli dampft, darüber machen wir uns weiterhin überhaupt gar keine Sorgen. Aber man kann ja Briefe dran aufmachen, ne? Dann lohnt es sich ja. So. Gemäßigten Schrittes. Und klappt's? Ich hoffe. Ja, sehr gut. Okay, ich hoffe. Au, ganz schön heiß. Kommt wirklich heißer Dampf aus den Gullis. Charles' Mom mischt sich in der Tat ganz schön in sein Leben ein. Aber muss schön sein, wenn man wenigstens jemanden hat, dem man wichtig ist. Wie praktisch, dass sie das Flugblatt für eine Gesundheitsmesse beigelegt hat. Das könnte klappen. Alles klar. Ich würde den Brief gerne lesen. Ich hoffe, sie steckt ihn nicht ein. Mein lieber Charles, hier ist so wenig los. Ich vermisse dich sehr. Miss Bertle hat gestern Kätzchen verkauft. Sie schreibt ein bisschen undeutlich. Moment. Erinnerst du dich noch daran, als du 7 Jahre alt warst und wir bei ihr eine Katze gekauft haben? Mucki. Ach ja, was ist das für ein liebes Tier gewesen? Ich habe mich mit Miss Waltz unterhalten, dessen Sohn seinen Abschluss in Oxford gemacht hat. Er ist überzeugt davon, dass du außerhalb des Studiums noch so viele tolle Möglichkeiten haben wirst. Ich hoffe doch, dass du dich nicht nur auf das Lernen konzentrierst. Beim Einkaufen habe ich ein interessantes Flugblatt gesehen. Ich habe es dir mal mitgeschickt. Ich weiß nicht, warum sie das hier in Milton aufhängen, aber es ist doch schön, dass du da mal, wenn du da mal vorbeischaust. Tu es für deine Mutter, bitte. 1000 Küsschen, Mutti. Okay, alles klar. Also hauptsächlich Klatsch und Tratsch. Haben wir denn einen Stift dabei, mit dem wir das direkt mal... Ich weiß gar nicht, wie sie das verändern würde. Selbst mit Stift, muss ich gestehen. Haben wir auch tatsächlich nicht, glaube ich. Das Taschenmesser und Sams Tagebuch. Na gut, sie schreibt ja zumindest ins Tagebuch. Kann ich denn vielleicht einfach... Moment, wir gehen mal hier raus. Den so bearbeiten. Fürs Tagebuch müsste sie ja technisch gesehen einen Stift dabei haben. So, wenn ich den jetzt einfach mal... Nee, da kann ich den nur angucken. Okay. Ach, und wenn wir... Moment, hatten wir nicht so ein Flugblatt? Nee, Flugzettel für die Semesterparty? Wenn wir statt des Flugblattes irgendwas hintun von dem Dr. Stiles, denkt ihr, das würde klappen? Nachricht für die Assistentin. Wir haben nichts von ihm da, keine Visitenkarte oder so, ne? Weil sonst könnte er einfach denken, die Mom schreibt ja nicht mal, was das für ein Flugblatt ist. Die sagt einfach, ja, hier ist es, da kannst du doch mal hingehen, ne? Vielleicht war ja hier das dabei, ich guck mal. So, ich versiegle den Brief wieder. Jetzt muss ich ihn nur noch zurücklegen. Alles klar, das hat super geklappt. Versuchsperson für Neurobiologie. Ah ja, okay. Und jetzt wirkt es so, als hätte seine Mom ihm das sogar empfohlen, dahin zu gehen.
Perfekt, dann nix wie zurück zur Uni. Na? So, hier rüber. St. Edmunds Hall. Und dann müssen wir den nur irgendwie zurücktauschen. Ja. Wir haben den ja schon in der Hand, also... Jetzt kann ich den Trick abschließen und den Brief wieder zurücklegen. Machen wir. Ein ganz schön langer Trick. Also, ich glaube, wir müssen ihn wieder einfach nur ablenken, ne? Lege den Umschlag zurück in die Ungehäufköpfe. Platziere ihn in deiner rechten Hand. Lenke das Opfer ab und lege den Brief ab. Okay, alles klar? Ja, ja, habe ich gelesen. Huch. Ah, jetzt bin ich komplett raus. Moment, nochmal. Jetzt kann ich den Trick ab... Ja, genau, machen wir. Also, erstmal Brief in der rechten Hand platzieren, Opfer ablenken und den Brief, ja, in die Umgebung legen. Auf geht's! Und... Hey, Homer! Weißt du zufällig, ob man mit dem Münztelefon da drüben auch internationale Gespräche führen kann? Ich überlege gerade, ob ich nicht mal meine Mom anrufen soll. Das weiß ich leider nicht. Aber ich muss sagen, kein Problem, Ablenken. Ich schau nach. Also das mit dem Münztelefon war ein man besseres Ablenken als das mit der Schäfchenwolke, finde ich. Das würde glaubwürdig, das kann man mal fragen. So, und jetzt sollte er eigentlich hingehen, ne? Sobald er zu Abend gegessen und den Brief gelesen hat, dann können wir doch der Helena jetzt auch mal Bescheid sagen, dass der hübsche Charles dahin geht. Obwohl ich nicht weiß, ob sie ihn immer noch so gut fände, wenn sie wüsste, wie hart seine Mom sich einmischt. Aber das gibt's doch gar nicht. Wie hast du das gemacht? Ich habe nicht mehr als ein Hallo aus dem Kerl rausbekommen und ihr zwei plaudert nur so dahin. Ach, weißt du, wenn man zusammenarbeitet, kommt man sich schnell näher. Bei Charles muss man aber zaghaft vorgehen. Er ist so unerfahren. Du bist ja ein richtiger Vamp. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Also, kommst du heute Abend oder habe ich Charles ganz für mich alleine? Jungfräulichkeit ist solch ein vergängliches Gut. Du Ausgeburt des Teufels. Bist du dir sicher, dass die Sache ungefährlich ist? Ich würde dich doch nicht in Schwierigkeiten bringen. Also gut, ich bin dabei. Wird sicher lustig. Okay, sie ist dabei. Ich bin sehr verstört, wie die über den Typen reden. Ich meine, was zur Hölle? Kommt mal runter, ihr beiden. Aber na gut, abgesehen davon, Erfolg, schätze ich. Wir haben schon 3 Leute überredet. Jetzt müssen wir nur noch die anderen 2 rumkriegen. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Grey Matter. Dann hoffentlich bewegt die Dame sich wieder etwas schneller. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.